Hallo zu Rund um Fit mit Astrid. Heute wollen wir noch einmal mit dem Theraband zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Mal dabei wart. Ich möchte euch einmal zeigen, wie ihr euer Theraband haltet. Ihr legt es euch über euren Daumen, ja, schaut her, und bitte etwas weiter als euer Oberkörper, also nicht diese Breite, etwas weiter. Dann taucht ihr runter mit euren Händen und legt euch einmal das Band um die Handfläche. Noch einmal zusammen das Theraband auf den Daumen legen, eintauchen vor dem Körper und rummeln. Sehr gut. Versuche so zu greifen. Wenn das für dich nicht möglich ist, dann kannst du auch alle Übungen nehmen, indem du einfach nur dein Theraband festhältst. Ja? Achte immer darauf, wenn du die Übung machst, dass du nicht abrupt die Spannung, die immer da sein sollte, loslässt. Ja? Bitte nicht die Spannung abrupt, immer sanft die Spannung rauslassen. Sehr gut, dann wollen wir gleich anfangen. Wir bewegen uns erst einmal ein bisschen lockern. Auf der Stelle die Arme ein bisschen ausschütteln, die bekommen wir gleich zu tun. Zur Seite schütteln, nach oben schütteln und einmal drehen die Arme nach vorne, von hinten. Die Füße auf der Stelle gehen und die Richtung wechseln. Schön lang den Arm nach hinten drehen. Sehr schön. Nochmal ausschütteln, die Arme schwenken wieder von links nach rechts hin und her. Schön locker die Schultern und dann einmal mit der Hüfte kreisen. Schön die Hüfte kreisen lassen. Die Richtung wechseln, einmal die andere Seite. Und dann wollen wir gleich starten mit unserem Theraband. Ihr nehmt das Theraband vor euch. Daumen abtauchen, einmal nach vorne. Bei mir ist es jetzt etwas weiter als Hüftbreit. Vielleicht bei euch auch. Sehr gut. Die Fingerspitzen zeigen lang nach vorne. Die Arme sind nicht ganz gestreckt, ein bisschen. Und wir gehen auf der Stelle und ziehen beide Hände leicht nach außen. Leicht nach außen. Achte auf deine Schultern, dass du die Schultern nicht hochziehst, sondern die Schultern unten hast. Sehr gut. Schön aufrecht laufen. Brustbein anheben. Kinn hoch. Genauso. Schön die Arme auseinanderziehen. Fingerspitzen zeigen lang nach vorne. Und schön deinen Rhythmus beibehalten. Und das machen wir nur noch. 5, 4, 3, 2, 1. Langsam lösen die Spannung und einmal die Schultern ausschütteln. Schön die Schultern ausschütteln. Sehr gut. Wir haben immer noch unsere Hände und fangen jetzt an, hier unten sanft zu ziehen. Schultern wie immer tief. Schön die Schultern tief und auseinanderziehen. Fingerspitzen zeigen jetzt zum Boden. Ja, gut. Aufrichten, Brustbein nach vorne. Du kannst deinen Bauchnabel wunderbar einziehen jetzt. Weiter atmen, nicht den Atem anhalten. Kleine Schritte, locker auf der Stelle. Und nur noch 5, 4, 3, 2, 1. Langsam die Spannung rausnehmen und wieder ausschütteln. Gerne die Arme einmal hin und her schaukeln lassen. Von links nach rechts. Sehr gut.
Du hast immer noch deine Hände um das Band herum. Du hältst die Arme nach vorne, stellst deine Füße etwas weiter als hüftbreit und die Füße zeigen ganz leicht nach außen. Du drehst dich jetzt einmal mit dem Oberkörper und hältst Spannung in dein Terraband. Schön Spannung halten, dreh dich, mobilisiere deine Brustwirbelsäule, drehen. Dein Kopf geht in der Bewegung mit, das heißt, du verfolgst mit dem Blick dein Band. Und zweimal noch. Langsam die Spannung wieder rausnehmen und ausschütteln. Zucke einmal mit den Schultern schön hoch und tief. Hoch und tief. Gut, prima. Wir wollen einmal die Hände ein bisschen locker lassen. Und jetzt legen wir das Terraband auf den Boden. Stellen uns mittig auf das Terraband drauf. Nehmen erst einmal wirklich nur die Enden unseres Terrabandes in die Hand. Ja, du brauchst nicht gleich kürzer zu fassen. Fang erstmal ganz sanft an, die Beine leicht gebeugt, also nicht ganz durchgedrückt, leicht gebeugt und Ellbogen angewinkelt und locker hochziehen. Ja, nicht ganz die Spannung rauslassen aus deinem Band, sondern immer ein bisschen Spannung aufbauen. Brustbein vor, Kinn anheben, Bauchnabel einziehen. Die Beine sind ganz leicht gebeugt, nicht durchgestreckt oder durchgedrückt. Ganzer Fuß am Boden, Ellbogen angewinkelt und achte auf dein Handgelenk. Ja, schön weitermachen, dein Handgelenk schön gerade halten, nicht nach unten abknicken oder nach oben, ja. Stabiles Handgelenk und noch ein bisschen. Wenn du jetzt merkst, das geht zu einfach für dich, dann darfst du gerne etwas tiefer greifen, dein Band sozusagen kürzer nehmen, wieder Haltung annehmen und weiter geht es. Beine locker gebeugt, ein bisschen, ein bisschen. Schultern tief, achte auf dein Kinn, schön anheben ein bisschen, also nicht nach unten schauen, schau direkt nach vorne. Sehr gut. Noch einen kleinen Moment. 3, 2, 1. Langsam die Spannung lösen. Sehr gut. Ganz wichtig, hier immer die Spannung langsam lösen. Wenn du jetzt das noch intensiver möchtest, könntest du natürlich noch tiefer deine Band nehmen und noch eine Einheit hinterher machen. Wir machen es jetzt einmal kurz gemeinsam. Entweder nimmst du wieder die Position, die du vorher hattest, oder du greifst noch etwas tiefer und fängst wieder an. Haltung annehmen. Und ziehen, ziehen, Bauchnabel einziehen, Schultern sind tief, genau. Das kannst du für dich machen, immer weiter steigern, aber denke daran, es gibt ja noch viele andere Übungen. Und langsam die Spannung rausnehmen, einmal lockern, schön die Arme ausschütteln, locker ausschütteln und gerne auch mal mit den Beinen etwas lockern. Wir haben immer noch das Band unter unseren Füßen und nehmen es jetzt einmal über Kreuz. Du nimmst jetzt bitte wieder das Ende und hältst es fest. Am Ende festhalten, über Kreuz, Ellbogen sind angewinkelt, ja, angewinkelt und möglichst dicht am Körper. Gut, Beine leicht gebeugt. Und jetzt hebst du einen Arm vorne hoch. Einen Arm. Such dir einen aus. Fange mit dem linken Arm mal an. Links vor und tief. Vor und tief.
vor und tief. Immer ein bisschen Spannung im Band behalten, wenn du runtergehst mit deiner Hand. Der andere Arm ist in dem Ellbogen angewinkelt am Körper und wartet, bis er dran ist. Noch 3, 2, 1. Wir wechseln. Schön vorne hochziehen. Hoch. Achte auch hier wieder auf dein Handgelenk, dass du es nicht abknickst, dass du gerade bleibst in deiner Haltung von deiner Hand zum Unterarm. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und ein letzter und langsam lösen. Einmal kurz ausschütteln, schön lockern und dann noch einmal beginnen. Beide Hände, Ellbogen kurz hier und jetzt gehen beide Arme gleichzeitig vor und wieder zurück. Vor, vor, vor. Einmal vor und wieder hier. Ja? Schön die Spannung behalten. Darauf achten, dass du, wenn die Arme nach unten wieder zurückgehen, dass du nicht die Spannung im Tuch, im Band verlierst. Sehr gut. Nur noch 5, 4, 3, 2, 1 und ein letzter und ein allerletzter und langsam die Spannung rauslassen. Ausschütteln, einmal kurz vom Band runtergehen, die Arme ausschütteln, kräftig ausschütteln, ganz locker, vielleicht auch mal kurz die Schultern nach hinten kreisen lassen und einmal die Richtung natürlich wechseln, nach vorne kreisen lassen. Wunderbar. Wir wollen noch einmal beginnen und nehmen jetzt unser Terra-Band doppelt. Ja, doppelt. Wenn das dir zu viel sein sollte, dann nimmst du es weiterhin einfach. Bestimme selbst, wie intensiv du es machst, aber denke immer daran, es sollte ein bisschen sich anfühlen, als wenn deine Arme, deine Muskeln warm werden, sodass du merkst, jetzt fangen sie an zu arbeiten. Wir nehmen das Tuch hier vor uns und greifen es jetzt schulterweit. Ja, so weit wie deine Schultern sind, greifst du dein Tuch und du hältst es auf Spannung. Du ziehst deinen Bauchnabel ein, Brust nach vorne, Kinn anheben und die Beine etwas mehr öffnen. Ungefähr hüftweit, schau einmal runter, ob das ungefähr hinkommt und dann gehst du nach unten. Schön Po nach hinten schieben und nach unten gehen. Eine Kniebeuge. Halte dein Band hier vorne. Spannung. Spannung. Ja, lass dein Brustbein aufgerichtet. Kippe nicht den Oberkörper ganz runter. Schön den Po nach hinten schieben. Füße sind fest am Boden. Spannung halten. Achte auf deine Handgelenke. Super machst du das. Prima. Komm, mach mit. Halte durch. Schön halten. Schultern immer wieder tief. Und schön tief die Schultern. Ja, kontrolliere dich selber. Nur noch 10. 9. 8. 7. 6. 5. Die Hälfte hast du. 4. Nur noch 3. 2. Einer noch. Ein letzter noch. Ein allerletzter. Und langsam die Spannung rausnehmen. Ausschütteln. Ausschütteln. Sehr gut. Okay. Wir wollen uns wieder auf unser Band draufstellen. Und nehmen dafür einen Fuß drauf. Nehme deinen rechten Fuß
schau her. Schön hinstellen, Standbein, ein kleines bisschen gebeugt. Und hier die Spannung halten. Und jetzt ziehst du einmal das andere Bein hoch und du darfst den Boden wieder antippen. Hoch und wieder antippen. Schön hier die Spannung halten. Sehr gut. Und jetzt wechseln wir. Du nimmst das Band in die Seite deiner, wo kein Band runter ist. Also schräge Diagonal. Ja? Und nimm das Ende wieder. Und dann fängst du an, hier den Fuß anheben. 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 Ja. Ja. Halte die Spannung. Der Fuß ist geflext, die Fußspitze zeigt zu deinem Körper. Und absetzen. Ausschütteln, beide Beine einmal ausschütteln. Sehr gut. Wir nehmen noch einmal wieder in die erste Position das Band, also gleiche Seite wie Bein. Haben wir das Band. Ja? Du hältst hier hoch. Und du kannst jetzt gut sehen, ob du ein bisschen länger fest oder ob du kürzer fassen möchtest. Bestimme selber. Halt es neben dir und hoch, hoch, hoch. Ja, Balance halten. Hier ein bisschen gebeugtes Bein. Das Bein, das auf dem Theraband steht, ist leicht gebeugt. Sehr gut. Einmal kurz ausschütteln. Diagonal wieder, Arm zur Seite, ja, schau, dass es nicht zu viel wird und zur Seite, sehr gut, du kannst den Boden berühren, du kannst es aber auch freihändig machen, ja. Noch 3, 2, 1. Ein letzter. Absetzen und ausschütteln. Beginne mit der nächsten Seite. Stell dein linkes Bein auf das Band. Nehme erst einmal gleich und fange wieder an zu tippen. Zu tippen oder ohne Bodenberührung. Anheben, anheben, anheben. Dein Standbein ist ein bisschen gebeugt. Absetzen. Kurz ausschütteln, gerne mal dabei die Beine zittern lassen oder ein bisschen hin und her. Genau. Diagonal greifen. Halten. Halten. Standbein wechseln und zur Seite weg. Zur Seite weg. Zur Seite weg. Genau. Du kannst den Boden berühren. Hoch und tief. Hoch und tief. Wenn es zu wackelig ist, machst du das auf jeden Fall. Standbein ist ein bisschen gebeugt. Sehr gut. Noch ein paar Mal oder mit Tippen. Und absetzen. Kurz ein bisschen ausschütteln. Wieder die gleiche Hand nehmen. Zur Seite halten. Das andere Bein beginnt ohne Band. Erst einmal zur Seite weg, sehr gut. Fußspitze, Fuß ist geflext und absetzen. Wir gehen wieder diagonal, diagonal, nehmen den Arm zur Seite und hier geht es hoch, hoch. Ja, hoch. Nochmal, hoch. Mit antippen oder ohne. Oder ohne. Ja, konzentriere dich. Absetzen. Mach es so weit, wie es für dich in Ordnung ist, wie es sich gut anfühlt. Es darf ein bisschen sich bemerkbar machen, dass du etwas tust. Und lösen.
Sehr gut. Ausschütteln. Einmal ausschütteln. Wunderbar. Schön ausschütteln, schön lockern. Und dann wollen wir noch einmal uns mit beiden Füßen auf unser Theraband draufstellen. Mit beiden Füßen. Wir greifen noch einmal überkreuz das Band. Achte wieder auf dein Handgelenk. Beine leicht gebeugt. Bauchnabel eingezogen. Schultern sind tief. Kinn etwas hoch. Brust ein bisschen nach vorne. Halten. Und jetzt geht es im Wechsel. Einmal nach rechts oben drehen und nach links oben drehen. Dreh dich. Kräftig. Schön den Arm weit nach oben schieben. Nochmal. Hoch. Die letzten fünf. 4, 3, 2 nur noch und der letzte und lösen. Schön ausschütteln, lösen, lockern, super. Das war heute ein bisschen was mit dem Theraband. Ich hoffe, es hat dir Spaß gebracht. Wir machen mal ein paar Lockerungsübungen. Schön die Arme ausschütteln, kräftig ausschütteln, ja. Vielleicht auch gerne mal locker nach vorne beugen und die Schultern hängen lassen. Einmal die Schultern leicht nach hinten kreisen lassen, schön locker in den Armen dabei und die Richtung wechseln, die Richtung wechseln. Sehr gut. Dann machen wir einmal die Hand nach vorne, greifen unsere Hand und ziehen sie Richtung Körper. Schön locker stehen dabei, schön einmal den Unterarm dehnen, die Hand und langsam wieder lösen. Ausschütteln, die andere Hand nach vorne nehmen. Die Finger anfassen zum Körper. Hier bist du durchgedrückt und achte darauf, dass dein Arm nicht dort oben ist. Schön anfassen, locker in den Beinen stehen und ziehen. Ziehen. Sehr gut. Prima. Noch einen Moment und dann langsam lösen. Ausschütteln. Den Arm über die Schulter legen und du greifst hier vor deinem Ellbogen, zwischen Ellbogen und Schulter und legst hier deinen Handballen gegen. Drück deinen Arm, schieb ihn nach hinten. Ja, hier fühlst du auch deinen Muskel. Die andere Hand liegt hier ganz locker und schön kräftig nach hinten schieben. Nicht nach oben, nur nach hinten. Schieben und dann wieder lösen, den anderen Arm über die Schulter legen, hinter dem Ellbogen, zwischen Ellbogen und Schulter, deinen Handballen ranrücken, hier den Arm, die Hand locker liegen lassen und nach hinten drücken. Sehr gut, noch ein kleines bisschen. Noch ein kleines bisschen und langsam lösen. Die Arme schön hin und her schaukeln. Gerne mal um den Körper herum, locker. Sehr gut. Die Hände schütteln. Du kannst sie jetzt auf die Schulter klopfen. Das hast du heute super mitgemacht. Bis zum nächsten Mal.